Jo, Kinder, verschnaufen ist hier nicht. Jetzt machen wir erstmal das hier. Ich habe mal ganz kurz geguckt, wo hier Secret Exit ist. Also, das ist schon wieder eine Nummer hier. Das ist jetzt das Königreich der kleinen Sprünge. Und solcher Sachen hier. Wieder bei unserem komischen Ukrainer oder was auch immer das war. Ja, der ist cool. Der hat was. Aber irgendwie bietet sich so eine Passage ja auch für die letzte Welt hier an, ne? Ich habe mich schon gewundert, warum die vorher kommt. Weil bei Mario Gives Up war ja auch sowas. Aber das war ja erst im letzten Level, meine ich. Eieiei, was haben wir da geschwitzt damals? Oh, wenn ihr ganz brav seid, dann könnt ihr sogar die Linien sehen, wo diese Säge langläuft. Aber nur wenn ihr brav seid. Da könnt ihr sogar Schlümpfe sehen. Besoffene Schlümpfe, während die einen Kegelausflug haben. Oh, Scumbag-Pilz. Okay. Da spielen wir mal die lange Orgel. Wisst ihr, was die lange Orgel ist? Es gibt ja die lange Orgel und kurze Orgel, ne? Also die lange Orgel, die kurze Orgel steht meistens in der Kirche und die lange Orgel ist eine Uhr. Ja, von Lange und Söhne. Ja, dachtet ihr, jetzt kommen wir los. Ach, wenn ich das schon sehe da hinten, ne? Mit diesen Transportflächen, dann kriege ich ja jetzt schon Zustände hier. Aber es ist nicht so schlimm wie in diesem einen Dungeon. Da habe ich ja wirklich kurzzeitig überlegt, ob ich das Projekt einfach abbreche und nicht hochlade. Habe ich tatsächlich überlegt. Okay, wie mache ich das jetzt? Uiuiui, das war aber sehr knapp. Ja, sowas hier. Da ist doch gleich wieder... Da fängt er gleich schon wieder an, das Herz zu frohlocken. Und weil man das hier auch so schlecht koordinieren kann. Man ist ja eigentlich nur in der Luft und man fliegt so ein bisschen, aber dann kriegt man auf einmal so einen Temposchub, wie da gerade eben, falls ihr es gesehen habt. Ja, ihr habt ja das Video offen. Also vielleicht habt ihr es ja gesehen. Vielleicht hört ihr ja nicht nur zu, sondern guckt auch. Oh, das wäre schön. Echt. Fast. Ja, okay. Close enough. Josh. Warte. Okay. So habe ich mir das gedacht. Ach, da komme ich gar nicht durch, sondern ich bin... Es ist was anderes vonnöten. Etwas, was mich gerade sehr, sehr aufregt. Das hier. Und los geht's. So los. Damit startet die wilde Party wieder. Oh, ich dachte, der kriegt mich. Ich dachte tatsächlich, der fällt mir jetzt hinterher. Okay, ich hab's. So, hier ist natürlich wieder Bespaßung sondergleichen angesagt. Es ist ein gewisses Labyrinth. Mit sehr, sehr gemeinen Fallen mittendrin. Zum Beispiel das da unten, da könnte man theoretisch drauf drücken, aber da müsste man schon grenzdebil für sein. Und sowas gibt's hier natürlich. Damit kann man hier so einen Spaß machen. In dieser Shell ist übrigens noch ein lebender Koopa drin. Die geben uns hier keine Toten, das wäre ja auch böse. Jusch! Dich möchte ich erstmal tot sehen. Und dann können wir uns weiter unterhalten. Wie wär's, wenn ich hier einfach raufrenne? Okay. So. Was ist da oben? Ich finde dieses Konzept eigentlich sehr interessant. Obwohl, eigentlich finde ich es auch ziemlich daneben. Okay. Jetzt sind wir hier weiter. Weiter als hier kommen wir nicht.
Okay. Naja. Nein, ich find's eigentlich gut. Ich find's gut. So. Nein, nicht automatisch fallen lassen. Oh Gott. Ich weiß nicht, warum er den jetzt hat fallen lassen. Okay. War das richtig? Ich glaube ja. Jetzt kann ich hier so auf einen von den Kumpels springen. Dann rauf. Kann ich hier rein. Und nach oben. Ah. Supergeil. Und jetzt kommt mal wieder eine Perle der Videospielgeschichte. Und ich springe einfach mal an der Perle vorbei. Ob ihr es merkt oder nicht, aber diese Viecher gehen mit einem Affenzahn jetzt nach rechts. Das heißt, ich darf nicht länger als einen Frame auf jedem dieser Dinger bleiben hier. Sonst sterbe ich. Wie Beweisstück A hier... Ach, scheiße. Okay, warte. Das machen wir anders. Nee, schon zu viel. Das müssen alles Jungs sein, eigentlich, ne? Eigentlich. Nee. So. Nein. Ja. Aber mit mehr Schmackes. Das wird eng. So langsam habt ihr das Wily-Theme auch noch nie gehört, ne? Doch, wahrscheinlich schon. Oh, Leute. Ich hoffe nur, dass es reicht hier. Ja, der war gut. Der reicht nicht. Doch, der reicht. Leute, ich bin hier... Nein! Ja. Ja! Nein. Oh, scheiße. Das reicht. Der ist gut. Rein. Ich hau die ganze Zeit wie verrückt auf meinen B-Knopf. Ja. Ich weiß auch nicht, wie man das ohne Slowdown schaffen will. Speed wieder auf normal. Und weiter geht's. Okay, das ist das Secret Exit. Damit geht's in eine Höhle rein, in einen Dungeon rein, der so richtig böse wird. Aber vorher machen wir hier einfach das hier normal, weil lustig. Also ich lustig und nicht Level lustig. Uiuiui. Okay. Danach kann ich das Wily-Theme auch nicht mehr hören. Das ist so wie, wenn man jeden Tag Kuchen kriegt, ne? Irgendwann hat man da auch keinen Bock mehr drauf. Oh, mein Gott. Vor allem das Schlimme ist, dass alle Sprünge, die man hier macht, kurze Sprünge sein müssen. Also die, wo man den Knopf einfach nur mal ganz kurz antippt. Auch mal wieder pixelperfekt. Naja, das ist ein anderes Thema. Mit ein bisschen Übung kriegt man das aber hin. Ist jetzt nicht so, dass es Hexenwerk ist. Aber im Prinzip doch.
Frage. Er kriegt? Verpiss dich! Gut, jetzt haben wir ein neues Power-Up. Und können jetzt hier wieder was anrallen. Okay, jetzt geht der Spaß hier wieder los. Das ist mit so einer Plattform, in der, also mit einer Säge in der Mitte, viel einfacher, als wenn du einen Cooper in der Mitte hast. Da du die Säge, da hast du theoretisch noch ein bisschen Verschnaufsphase. Da kannst du einfach drauf und es dir mal eben kurz gut gehen lassen. Ja, es ist, was heißt, einfach im Prinzip selber ist es nicht, aber es ist einfach her. Außer du machst dir so eine Scheiße wieder. Wie ich jetzt gerade. Ich kann mir auch für 50 Euro vom Affen einen runterholen lassen hier. Das ist. Na, so erst nach, ein bisschen nach links und rauf. Hoch. Okay, drüben. Und jetzt kommt der Tag der Wahrheit. Hey, lief doch. Weiß gar nicht, was ihr habt. Ja. Yep. Yep. Den darf ich jetzt nicht mit dem Flämmchen abschießen. Weil das nämlich Oberkante unter der Bedämlich wäre. So. Ah! Was ist mit ihm denn? Habt ihr das gesehen? Springt er einfach nochmal aus der Luft? Auch wieder so ein Problem hier ist, wenn du zwei von den Dingern gleichzeitig aktivierst. So zum Beispiel. Oder wenn du in so ein Blumenhagel-Ding reinfliegst. Warum ist denn das auf einmal ein Problem? War es doch vorher nicht. Also die fliegenden Koopas fallen mir jetzt erst so auf, dass sie so ein bisschen nervig sind. Das war vorher nicht. Oh Gott, warte mal, den kann ich so mitnehmen. Oder ich mach das einfach so. Das finde ich aber sehr nett. Dass der einfach nur so rausgefleucht kommt, ohne irgendwelche Probleme zu machen. Nee. Ja, dann warte ich eben so lange hier. Dann warte ich eben. Dann dauert es halt ein bisschen länger. Bei denen dauert es ein bisschen länger. Man verliert auch so ein bisschen den Überblick hier, ne? Okay. Wird wahrscheinlich nicht schlimm sein, wenn ich die umbringe. Ich habe letztes Mal ja auch gemacht. Okay, ich muss jetzt wahrscheinlich nochmal genauso wie beim letzten Mal hier durch. Das heißt, auch so einen Blödsinn machen hier. Okay. Nee. Das war der falsche Weg. Obwohl, warte. Ob der falsche ist, das entscheidet sich ja noch. Alter. Die haben ja schon so ein bisschen viele von den Dingern hier, ne? Schrecklich nur, dass wenn du von einem so einem Vieh getroffen wirst, dass dann deine Shell auch weg ist. Und die ist hier überlebensnotwendig. Weil wenn eine Shell hier weg ist, kannst du es einfach nochmal neu starten. Und das soll ja, glaube ich, auch so die Schwierigkeit darin sein. Okay, bin ich hier richtig? Ja, hier ist ein Pilz, eine tolle Wurst. Danke. Kann ich gleich wieder ausgeben, indem ich so gegen so dämliches Fieder römer. Aber okay. Ne, das war auch nicht so schlau. Okay, besser als so wird's nicht. Oh,
Jetzt können die aber auch mal aufhören mit den Vögelchen hier. Natürlich tun sie es nicht. Möge der Slowdown mit uns sein. Nein, das war wieder das altbekannte Problem. Das kennt ihr ja noch aus... Scheiße. Alles nochmal. Alles nochmal. Alles nochmal. Einmal versaved, alles nochmal. Aber jetzt dürfte es ja eigentlich ein bisschen easier gehen. Es gibt ja auch schwere und leichtere Wege. Schwerere und leichtere Wege hier. Ich bin eigentlich bisher immer den schwereren gegangen, wie mir gerade mal so auffällt. Aber das weiß man ja vorher nicht. Story of my life. Ach, da geht's gar nicht weiter. Das erklärt nun mal einiges. Okay. Na, im Flug noch. Okay. Da geht's wohl nicht lang. Aber hier, da haben wir schon mal was mitgewonnen. Okay. Das wird jetzt mal eine Nummer. Alter. Geschafft. Läuft. Jetzt müssen wir den noch fletschen hier. Und einfach mal verzweifeln an dem, was sich hier sonst uns noch bietet. Okay, wir haben es ja gleich wieder. Das kennen wir ja schon. Damit sind wir hier. Kommen wieder runter. Ja, ich würde auch gerne mal wieder runterkommen hier. Wie hätte ich den gemacht? Ich glaube, so rum ist einfacher. Okay. Kennt ihr das, wenn ihr so pausiert und merkt, scheiße, jetzt kriegst du ein Gewicht? Hatte ich gerade. Okay, nochmal neu. So, wie soll ich das jetzt schaffen ohne... Oh Mann! Ja, tot, tot, tot. Kommen dann irgendwann mal keine mehr hier. Jetzt kommen sie gleich wieder von der anderen Seite. Dann geht's. Nö, kann ich nicht ändern. Ich glaube, ist auch so gewollt. Uiuiui. Ist das hier schrecklich. Der ist schon ziemlich tricky hier. Aber wie wäre es, wenn ich einfach meine Kamera umstelle? Das müsste funktionieren. Leute, Endspurt. Wir schaffen das. Hallo? Nee, das reicht nicht mit der Kamera. Ach, guck mal, der da rechts, der darf außerhalb des Bildes seine komische Muschel da schrubben. Ja, ich darf das nicht. Okay. Oh, Exit. Jetzt nur noch ein bisschen Knechtung hier. Und dann haben wir's. Ding! Okay, Leute, das war sehr viel Aufregung für heute. Ich sag mal tschüss, wir sehen uns. Bis dann.